Danke, ich freue mich hier zu sein in Köln, liebe es in Köln zu sein, so gerne. Wie war Karneval? Wie war was? Okay, super, cool. Nee, ist gut, ihr seid das, was ich von Berlin gewohnt bin, innerlich tot, einfach und ist alles gut. Mach ich täglich. Als was habt ihr euch, hat jemand Blackfacing gemacht? Nur ich? Okay, nur ich. Entschuldigung, ich hasse Fasching. Ich mag Fasching nicht. Mochte nie Fasching. Als ich nach Deutschland kam, konnte noch nicht so gut Deutsch. Ich dachte, Fasching wäre das Verb von Faschismus. Du kommst nach Sachsen-Anhalt mit 14, jemand fragt dich, hey, hast du Bock auf Fasching? Muss ich? Nicht, wenn ich nicht muss? Nein, nein, ist lustig. Wir treffen uns alle, wir sind alle besoffen im Zelt und Mann in Uniform hält eine Rede. Ja, ich kenne das Konzept. Hab nichts Gutes gehört. Wir haben kein Fasching in Berlin. Wir haben jetzt Halloween. Fucking Halloween. Noch schlimmer. Oh, ich hasse das Konzept einfach. Das Konzept von Halloween gefällt mir überhaupt nicht. Das ist so bescheuert. Leute schicken fremde Kinder zu mir nach Hause. Ist schon ein Problem für mich. Stehen in der Öffentlichkeit, keine Lust, kein Interesse an fremden Kindern. Die Kinder kommen bei mir an, klopfen, schreien mich an. Siehst du das Saures? Saures! Was ist das für eine leere Drohung? Ich habe keine Angst vor diesen Allmann-Kindern, okay? Ich nehme Saures, Pascal. Was willst du machen? Was? Keine Angst vor Pascal. Keine Angst. Das Ding ist, ich wohne in Neukölln. Es gibt keine Pascals mehr in Neukölln. Die sind da ausgestorben, die Pascals. Hey, die Kinder, die bei mir Halloween ankommen in Neukölln, die kommen an mit einem BMW 3er, Hals-Tattoo mit Bizeps, sind gerade in der Aufbauphase. Kommen so an, siehst du das mal, du Missgeburt, yalla! Yalla, mach Schokoriegel, bei Gott, yalla! Na, lapp dir, fluch mich, schimpfen mich, Roos von hiphop.de steht daneben, hält ein Mikro hin. Ich frage, wie alt bist du? Voila, 12, Digga. Yalla, mach Proteinriegel. Yalla, ich muss zu McFit. Yalla. Er muss zu McFit. Was anderes, ein Kumpel. Ach so, ich habe keine Überleitung. Es ist Free TV. Ich mache keine Überleitung in Free TV. Das ist nur. Kumpel von mir hat mir letztens erzählt. War kein Kumpel. Mensch, der sich temporär in meiner Nähe befand. Hat mir letztens erzählt, dass er seiner Freundin zum Valentinstag eine Schinkenkeule geschenkt hat. Wieso ist niemand entsetzt, wenn ich das sage? Wieso ist das normal in diesem... Wie kann man zum Valentinstag zu jemandem hingehen? Schatz, die letzten 3 Jahre waren die besten meines Lebens. Hier ist das Hinterbein eines toten Tiers. Oh mein Gott. Es riecht wie dein Schwanz. Zu weit. Tut mir leid, ich war drin. Sorry. Guck mal, ich werde euch was erzählen. Es ist echt, das ist wirklich, ihr könnt nachgucken. Es gibt eine Kategorie, eine echte Kategorie im deutschen Amazon. Und sie heißt Wurstgeschenkideen. Ich habe da Dinge gesehen, die ich nicht vergessen werde. Ich habe Weihnachtsmänner aus Salami gesehen. Aktenkoffer, da ist Schinken drin. Was? Das meistverkaufteste Produkt in der Kategorie Wurstgeschenkideen ist eine Kabeltrommel. Und das Kabel ist Wurst. Einfach 300 Meter Wurst. Einfach aufgerollt. 13,99. 4,5 Sterne Bewertung im Durchschnitt. Ja, haben mir die Bewertungen angeschaut. Jemand hat der Kabeltrommel aus Wurst nur 1 Stern gegeben. Und er hat geschrieben, schade, diese Kabeltrommel funktioniert nicht. Ich bin diplomatisch gesagt, ich bin überwältigt von der Vielfalt der menschlichen Rasse. Weil,
Weil manche Menschen sind brillant. Menschen haben die deutsche Stromversorgung erfunden. Es gab ein paar Menschen, die hatten diese brillante Vision, dass jedes Haushalt in Deutschland mit Energie versorgt wird. Und dann haben sie sich zusammengesetzt, ihre Köpfe zusammengesteckt und sie haben ihre Vision umgesetzt. Das waren Menschen. Und dann kam ein Mitglied der gleichen Spezie und hat einfach eine Wurst in ihre Vision reingesteckt. Einfach, wir waren auf dem Mond, ein Mensch ist auf dem Mond gelaufen. It's one small step for man, one giant... Wurst, Wackelkontakt oder was passiert? Herr Gorbatschow, reißen Sie die Mauer nieder. Brauche ich eine Fleischbatterie oder was? I have a dream. Ich glaube, ich muss die Strecke mit Bacon überbrücken. Vielen Dank.